So, und jetzt nochmal die 3D-Kennzeichen kurz im Video. Passt perfekt. Also wir haben es als leichter erachtet, den Klebestreifen, der fürs Fahrzeug gedacht ist, auch auf dem Nummernschild anzubringen und das dann am Auto zu verkleben. Das ist halt so eine typische Sache, wo man nur eine Chance hat. Und wenn man das Kennzeichen an sich in der Hand hat, dann ist das leichter zu handeln, als wenn man nur diese dünne Folie hat und auf dem Auto anbringen soll. Also für uns war es so der bessere Weg. Probiert es einfach aus. So, das gleiche jetzt nach vorne. Hier ist natürlich wirklich großer Vorteil, dass dieser riesige werkseitige Rahmen entfallen kann. Und dadurch, dass die Kennzeichen aus Kunststoff sind, sind sie halt mega flexibel und passen sich optimal an die leichte Wölbung vom Stoßfänger vorne an.